Ja, liebe Freunde, am heutigen Karfreitag 2020 begrüße ich euch wieder aus der ansonsten leeren Kirche in Eichenberg. Ich habe für heute eine schöne Andacht auf den Seiten der VELKD gefunden. Der Andachtstext ist vom hannoverschen Landesbischof Ralf Meister geschrieben. Karfreitag. Überall auf der Welt denken Christen an das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Wir können heute nicht zusammen mit vielen anderen in der Kirche sein, nur für uns, allein in der Kirche oder zu Hause. Karfreitag aus der Distanz. Nicht, weil wir den Anblick nicht aushalten würden oder weil wir uns schämen oder nichts mit dem zu tun haben wollen, was vor so langer Zeit geschehen ist. Jahrhunderte trennen uns von dem Ereignis auf Golgatha. Viele Kilometer und kulturelle Welten. Und doch sind wir miteinander verbunden, durch die Zeiten hindurch und mit Menschen überall in der Nähe und in der Ferne. Herr Jesus Christus, tu uns das Geheimnis des Kreuzes auf. Trag uns über die Abgründe unserer Zweifel und zeig uns das Geheimnis Gottes in unserem Leben. Amen. Ich bete mit den Worten des Psalms 22, den Jesus am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich. Doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus, und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke eile mir zu helfen. Amen. Ja, lasst uns nun miteinander singen. Auch wenn einem die Worte im Halse zu stecken bleiben drohen, aber wenigstens summen können wir es und ich schlage vor, wir singen O Haupt voll Blut und Wunden. Im evangelischen Gesangbuch Nummer 85, im Gotteslob Nummer 289. Und ich schlage drei Strophen vor. Aus dem evangelischen Gesangbuch sind es die Strophen 1, 5 und 8 und im Gotteslob 1, 5 und 6.
Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, die Verse 31 bis 54. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Amen. Ein Impuls zum Nachdenken vom Landesbischof Ralf Meister. Ein Tag der Solidarität mit allen Weinenden. Es gibt nicht viele Gelegenheiten, zu denen wir uns das Weinen in der Öffentlichkeit erlauben. Doch in diesen Wochen der Angst und Unsicherheit hat sich etwas verändert. In diesen Wochen waren viele Tränen zu sehen. Da weint jemand aus Angst, seine berufliche Existenz zu verlieren. Jemand ist in Sorge um die Tochter, die im Ausland lebt. Und bei einer Dritten rollt die Träne herab, weil sie ihren Vater im Krankenhaus nicht besuchen kann. Ein Leben lang haben wir gelernt, die Tränen zu unterdrücken. Tränen seien ein Zeichen von Schwäche, so hören wir. Und Jungs weinen nicht. Ich meine, wir müssen unsere Tränen nicht verstecken. Gott, sammle meine Tränen in deinen Krug, heißt es in einem der ältesten Gebete, die die Menschheit kennt, im 56. Psalm.
Wenn wir schon weinen müssen, wenn wir uns verlassen fühlen, dann dürfen wir Gott bitten, sammle unsere Tränen und mache sie zu deinen. In diesen stillen Tagen denken wir an die letzten Stunden im Leben von Jesus Christus. In der Nacht vor seinem Tod betete er inbrünstig darum, dass Gott ihm Leiden und Sterben ersparen möge. Vergebens. Er wurde gefoltert, verhöhnt und grausam hingerichtet. Wir haben es eben im Evangelium gehört. Mit einem Schrei endete sein Leben. Kurz zuvor spricht er noch zu den Frauen, die an seinem Schmerz Anteil nehmen. Weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder, sagt Jesus zu ihnen. Mein Tod wendet den Blick, sagt Jesus in diesem Hinweis. Er wendet den Blick zu uns, in unsere Erlösungssuche. Wer rettet uns aus dem Unheil dieser Welt? Wer bringt uns Heil in ungewissen Zeiten? Wie sehne ich mich nach einer Gemeinschaft, in der diese Fragen nicht nur gemeinsam, sondern in Anwesenheit anderer gesagt und in der Musik gemeinschaftlich gehört oder ausgedrückt werden. Wie schmerzlich vermisse ich in diesen Tagen eine volle Kirche, in der die Johannespassion von Bach gesungen wird. Fromme Gefühlsausbrüche, wie zu der Zeit von Johann Sebastian Bach, sind uns heute fremd. Jedes Jahr zu Karfreitag werden lautstark Zweifel angemeldet an der Berechtigung des stillen Feiertages, der für uns alle verbindlich ist. 2020 ist alles ganz anders. Doch eines bleibt gleich. Jesus verlangt nicht von uns, um ihn zu trauern. Der Karfreitag ist die Eröffnung der Solidarität mit allen Weinenden. Eine Einladung, den Schmerz gemeinsam zu tragen. Einmal werden alle Tränen getrocknet werden, oder wie es im Evangelium des Lukas steht: Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ich wünsche Ihnen und euch einen gesegneten Karfreitag. Bleibt zuversichtlich. Lasset uns gemeinsam beten. Du nimmst unsere Stelle ein, Herr. Du ringst mit unserer Angst. Du wirst geschmäht und von den besten Freunden vergessen. Du hältst unsere Einsamkeit aus und unsere Schmerzen und stirbst unseren Tod. In der Stille bringe ich vor Gott, was mein Herz heute bewegt, weil es mich beschwert, weil es mich traurig und hilflos lässt, weil es mich dankbar macht. Christus, Lamm Gottes, du trägst das Leid der Welt, erbarm dich unser. Christus, Lamm Gottes, du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Verwandle durch deine Passion und durch deinen Tod unser Leben. Christus, Lamm Gottes, du bist das Heil der Welt, gib uns deinen Frieden. Lasst uns gemeinsam mit Jesu Worten beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
geht nun hin im Frieden des Herrn. Vater, in deine Hände befehlen wir unser Leben. In deinen Händen ist es sicher, komme was mag. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.